Ja, da brauchst du, bei solchen Spielen brauchst du diesen Videobeweis, brauchst du nicht. Wenn du so einen Linienrichter hast, der steht da, bewegt sich nicht einen Meter, sieht aber aus 80 Meter Entfernung, ob der Spieler im Abseits stand, ob der Ball im Aus ist, ob er im Tor ist. Du kannst ja eine Menge Geld sparen und dieser Mann ist einfach nur großartig. Er winkt auch nicht, er spricht auch ohne Headset zum Schiedsrichter. Schiri, das war Abseits. Die Frage ist nur, ob der Schiri das hört. Das und ausgerechnet jetzt bewegt er sich. Ganz schlimm ist, dass er sich jetzt gerade bewegt, aber ich glaube, der holt sich irgendwas zu trinken. Der dreht sich. Er guckt, ob noch ein Bier da ist, weil ich bin ja auch da. Aber das ist die Zukunft eines Linienrichters. Und das Schöne ist, dass die Fußballer hier in dieser Kreisliga C auch akzeptieren, wenn er die Fahne hebt und sagt, es ist Abseits, da wirst du nicht einmal sehen, dass irgendeiner schimpft, sondern das ist eine Autorität und das ist doch schön. In der Bundesliga wird geschimpft, wird geschrien, wird lamentiert, wenn ein Linienrichter mal die Fahne hebt, muss er nicht. Er ist da. Gut, natürlich auch, er hat sich 5 Meter bewegt, der muss sich auch wieder ausruhen. Ne? Man sieht das auch. Aber er ist auf der Abseitslinie, da ist er. Da wo halt das meiste Abseits ist, da steht er auch. Der weiß ganz genau, der sieht das auch schon vorher, dass in 2, 3, 4, 5 Minuten eine Szene sich ergibt, wo er abseits winkt, genau auf dieser Position. Und da steht er jetzt schon. Großartig.